So, jetzt aber nochmal hier. Jerry, Jerry, Jerry. Versuch's nochmal. Wo kommen eigentlich die ganzen Kisten her? So, runter damit. Los. Ja, sehr gut. Ups, auf den Rücken. Ey! Gucke meiner! So, jetzt hol dir mal die Dinger da. Ja, ab mit dir. Los. Na. Ja, Mädchen. Hab mich verdrückt, okay. Hab nicht damit gerechnet, dass ich mehrmals drücken muss. Haha, lustig. Oh. Oh. Hier drauf. Ja, sehr gut. Puh. Aber das Schlimmste schon mal überstanden. Oh. Ich fasse es nicht. Sehr lustige Angelegenheit. Was macht der denn? Durch das Fenster. Yes, bleib unten. Ach Mädchen, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh Mann. Oh Mann. Na ha 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 ha. Großes Kino. Großes Kino. Ach Mensch. Willst du mich denn verarschen? Ja, ab mit dir. Das, was? Ey, komm, ich hab das doch gedrückt. Ich bin hier. Ich sitze fest. Lass dich fallen, Mann. Es ist nicht weit. Ich fange dich. Hey, ich kann nicht. Oh. Mädchen, ja, sei nicht dumm, genau. Keine Angst, Liebling. Okay, hör zu, Liebling. Ich zähle bis drei, dann lässt du los. Und ich bleib genau hier. Ich werde dich auffangen. Okay. Okay. Gut. Schneller. Oh. Uncool. 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 Oh, 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 oh. Na, ob's das bringt? Oh man, kein Pfeil drin. Hey. Ah, danke. Der scheint doch schon wieder richtig gut zu gehen. Oh, 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 yeah. Ganz lustig. Beste Position aller Zeiten. Ja. 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 Noch einen, los! Na komm, das muss doch reichen. Wie viele braucht denn das Ziel? Was das? Jawoll! Na so ein Spaß! Was denn noch? Die Pfeile scheinen es ja richtig zu bringen. Oh Mann. Na, das ist ja äußerst realistisch, dass er sich dort an der Karre aufhält, während wir... Ja, wackel doch nicht so. Ich muss ja mal einstellen. Könntest du mal aufhören zu wackeln? Ich muss ein Funksignal einstellen. Ah, gut. Was ist los? Ja, lass mal den Wagen an. Abgeschlossen. Ich verstehe nicht. Trauen Sie mir bitte. Starten Sie den Wagen. Na gut, Moment. Hört man ja auch gar nicht im Hintergrund, dass da ein T-Rex unterwegs ist, ne? Oh Mann. Sind wir den los? Bloß mit Bronze abgeschlossen heute, bin ich ja richtig schlecht. Aber die Pfeile scheint es ja auch wahnsinnig zu bringen. Gut. In Sicherheit. Dad? Ja? Was? Ich habe genug von Dinosauriern. Wenn das so ist, gehen wir nach Hause. Oh ja, das wäre sehr schön. Ja.
Na los, ich muss noch telefonieren. Endlich Ruhe. Fürs Erste überlebt. Wie lange war ich weg? Wir haben sie gestern gefunden. Wir hätten sie beinahe über den Haufen gefahren. Maldita sea. Also, wer ist Mariquita? Mariquita? Niemand. Nur ein Wort. Oh, mein Spanisch ist so mies. Ich habe versucht, im Auto mit ihnen zu reden und ich dachte, sie bringen mich wegen meiner Grammatik gleich um. Und, worüber haben wir gesprochen? Hilfe ist unterwegs. Im Kontrollraum herrscht Chaos, aber die Telefone funktionieren. Hey, sie sehen schon viel besser aus. Hilfe ist unterwegs? Ingen schickt ein Rettungsteam. Bald kommt ein Helikopter und bringt uns zum Festland. Ein richtiger Arzt wird sie untersuchen und kein Tierarzt. Ein Rettungsteam? Ah, Tierarzt, alles klar. Ingen, meine Sachen. Ich hatte ein Paket. Oh, das ist hier. Ja, die Barbasol-Dose, die hat sie nicht vergessen, ne? So, schauen wir mal. Eine Gäste, das glaube ich kaum. Was hat sie gebissen? Sie wäre einfach gestorben. Warum sind sie hier? Ich habe sie vorher noch nie hier gesehen. Was führt sie in den Jurassic Park? Ich repariere Dinge. Und ich bin die Beste. Diese Tonspur. Wissen Sie was? Ich habe keine Zeit für sowas. Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung. Es gibt keine Rettung. Die sieht nicht allzu gut aus, gerade eigentlich. Nicht für Sie. Sag mal! Da retten wir die und dann kommt sowas. Na super. Und damit haben wir das erste Kapitel geschafft und ich brauche eine Pause. Episode 2. Die Kavallerie. Oh, Pteranodons. Pteranodon? Doch, ich glaube, ja. Ich glaube. Oder Pterodactylus? Ach, egal. Jedenfalls Flugsaurier. Ah, Moment, Flugsaurier? Die können auch von der Insel runterfliegen. Die Viecher sind hunderte Meilen weit geflogen früher. Naja, die werden schon wissen, was sie tun. Ein Idyll jedenfalls. Zerstört von den Menschen. Immer noch Isla Nublar. Und immer noch 120 Meilen vor der Westküste von Costa Rica. Das Rettungsteam, Freunde. Sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Nike. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Nike, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder einen Briefing verstanden. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin. Gentechniker David Banks. Hackjahr Jerry Harding. Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, sagst du gerade was von? Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige Fleischfressende Dinosaurier oder Willi Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, ihr Alpha-Doc. Man kommt hier voraussichtlich am Besucherzentrum an. Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das Rhein zu schlafen. Der Helm sah geil aus. Überlebenden. Over. Nur ab unserer Runde. Von hinten. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, nicht so schnell. Ja, wir stecken auch mal in der Haut von Billy Yoda, wie es aussieht jetzt gerade. Und das ist unser freundliches Rettungsteam, das uns hier rausholen soll. Schauen wir mal, wa? Weißt du überhaupt, wo du hinkriegst? Das kleine Ender steht für Norden. Ich hab mich nicht verflogen. Ich verstehe schon, dass es gemeinlich ist, die Grafen auf den Weg zu tragen. Das ist völlig egal. Warum genau bist du von der Pilotenschule abgegangen, Yoda? Tja, ich bin nicht dafür gemacht. Ich seil mich lieber von Helikoptern ab, als sie zu fliegen. Genau. Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, Nike. Aha, was? Höhlenmenschen, Alphasaurier, die... Was? Höhlenmenschen, Alphasaurier, Dino-Stiefel? Was zur Hölle?
Dino-Stiefel? Hammond will anscheinend unbedingt ein paar Stiefel aus Dinosaurier. Ach so. Wir haben den Befehl, ein Triceratops zu töten und zu holen, bevor wir die Insel verlassen. Was? Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Aha, wie lustig. Sind wir mal ganz spaßig, haben den Kasper gefrühstückt und spielen Höhlenmenschen. Oskar, ich hätte ein hässliches Baby auf die Luft setzen. Ah. Bitte kommen, eben Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel, mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Aha. Los, los, los! Oh, süß. Aber selbst diese kleinen Biester haben es geschafft, im Film jemanden zu töten. Aha. Tja. Das Alpha-Team, ne? Das Alpha-Team. T-Kev, lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Oh ja, gute Idee. Ach, der Heli scheint abgestürzt zu sein von denen, oder? So, dann gucken wir uns die guten mal an hier. Errungenschaft freigeschaltet, Botentruppen. Wofür habe ich eine Errungenschaft gekriegt? Ich habe nichts gemacht bislang hier. Na gut. Oskar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Erschossen? Okay. Wer hat ihn denn erschossen? So, was haben wir hier? Das sind die Betäubungspfeile. Das ist bestimmt von der T-Rex-Konfrontation, ha? Mann, das sind vielleicht heftige Betäubungspfeile. Aber das sind auch Patronen. Das sind auch Patronen von der richtigen Waffe, oder? Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Ja, da kannst du nicht mithalten, mein Freund. Da kannst du nicht mithalten. Ah, oh, was können wir denn hier quatschen eigentlich? Oskar, mit uns selbst, Oskar. Oskar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv... Ach, das hatten wir ja schon. Sieht aus, als wurde er. Warum bauen die das nochmal ein? Keine Ahnung. Parksicherheit? Irgendetwas stimmt nicht. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Gut, dann wechseln wir mal unseren Schauplatz und gehen mal zum Hubschrauber rüber. Wir haben ja Zeit, da können wir uns alles in Ruhe angucken. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Abgeschossen? Okay. Schauen wir uns mal um. Verdammt, Linares. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Klingt, als ob es die eigenen... Oh! Billy, komm rauf hier. Klingt, als ob es die eigenen Männer waren, was? Also, irgendwelche, die sie kannten, wenn sie nicht mal in Deckung gegangen sind. So, dann mal fix rauf hier. Ich weiß nicht, was... Psst. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich! Was zum Teufel? Vargas. Einer der eigenen Männer. So, wir gucken uns aber erstmal hier um. Wir stürmen jetzt nicht blindlings rein. Was zum Teufel hat das hier angerichtet? Dasselbe, das den großen Fußabdruck gemacht hat. Blutige Stiefelabdrücke. Das ist eine Menge Blut. Okay. Das können wir noch... Siehst du... Oh nein, der ist blind. Alle sind tot. Mensch, Blitzmerker. Was ist passiert? Ja, das weiß er auch nicht. Gut, können wir uns sparen. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen. Ab geht er, der Peter.